Mein Name ist Franziska Zobel. Wir sind hier in meiner Seidermanufaktur in Obschütz. Das ist in Saale-Unstrut gelegen. Ich habe mich fürs Seidermachen entschieden, weil ich körperliche Arbeit, aber auch das Kreative an diesem Beruf sehr mag. Ich selber bin eigentlich Winzerin und habe immer mit Trauben zu tun gehabt. Das ist sich an sich schon mal ähnlich. Und dadurch, dass ich Streuobstwiesen hatte, habe ich jetzt gesagt, ich mache jetzt nicht den 3000. Weinberg, sondern ich mache jetzt was aus diesen Streuobstwiesen, dass die wieder landschaftlich schön sind, die Landschaft aufwerten und dass ich da wirklich ein ökologisches Gleichgewicht ansiedeln kann. Mein Cider ist komplett handgemacht. Ich übernehme alle Arbeitsdinge selber, von der Pflege der Streuobstwiese über den Keller bis zur Vermarktung. Das ist ein Naturprodukt, möglichst wenig beeinflusst und natürlich von einer Frau gemacht. Das ist auch spannend. Ich erzeuge ja den Cider aus Äpfeln. Da probiere ich besonders nachhaltig meine Streuobstwiesen, die in ganz Saale-Unstrut verteilt sind, zu pflegen. Mittlerweile habe ich auch Schafe zur Beweidung eingestellt. Ich pflanze jedes Jahr richtig viele Bäume, um auch was für den Klimaschutz zu tun und alte Obstsorten zu erhalten. Und ernte dann natürlich das Obst. Das ist mir super wichtig. Im Keller probiere ich möglichst wenig mit den Grundweinen zu machen. Also nach dem Keltern werden die Moste spontan vergoren. Dann liegen die eine ganze Weile auf der Hefe und werden dann in Flaschen gefüllt für die zweite Gärung. Und dort liegen sie mindestens 7 Monate. Und dann haben wir einen wunderschön prickelnden Cider im Regal. Mein Cider kann man kaufen direkt auf meinen Streuobstwiesen oder bei mich. Ein paar Mal im Jahr Termine mit meinem Pop-Up-Mobil direkt auf den Streuobstwiesen bedienen. Ansonsten habe ich ein bisschen Fachhandel in Naumburg. Und je nachdem, was ich ernte, mache ich natürlich auch unterschiedliche Sachen. Und ich bin sehr experimentierfreudig. So habe ich jetzt momentan Apfelcider, sehr trocken und ein bisschen feinherb. Und auch einen Cider, den ich mit Holunderblüten aromatisiert habe. Was wirklich cool ist an Cider, ist, dass er im Gegensatz zu einem Traubenwein genauso viel kann, aber er ist viel, viel leichter. Und er ist spritzig, der macht Spaß und deswegen hoffe ich, da mehr Leute begeistern zu können. Was mich wirklich antreibt und motiviert, ist meine Liebe zur Natur. Ich finde es super toll, dass mir mein Produkt Spaß macht. Ich kann da super gut dafür einstehen und das auch an andere Leute vermitteln. Und ich wachse an meinen Aufgaben und das merke ich halt täglich, dass es nach vorne geht.